Wenn Michel Ruge über den Kiez stromert, begegnet er immer wieder sich selbst. Erinnert sich an seine blutjunge Mutter, seinen Vater, der drei Bordelle führte. Michel Ruge denkt an seine Jugend, die Ära der Streetgangs. Und weil ihn seine Geschichten aus den späten 70ern, frühen 80ern nicht loslassen, hat er sie aufgeschrieben. Ganz in Ruhe, ohne etwas auszulassen, in seinem lebensnahen Buch Bordsteinkönig. Immer wenn ich in den Straßen von St. Pauli unterwegs war, hatte ich gute Laune. Der Himmel über mir, der Asphalt unter mir. Die Häuser, die Menschen, der Geruch. St. Pauli, meine Freiheit. Wer so frei geboren ist, muss sich irgendwo einen Halt suchen im Strom der Großstadt. Als Mitglied der Breakers gelangt er früh in die Clubs. Geil, ich war echt das letzte Mal 87, glaube ich, hier. Das ist so fast 30 Jahre her. Das ist total geil. Also, das sah ein bisschen anders aus. Da vorne war die Tanzfläche. Hier standen wir alle in einer Reihe. Hier war eine Bar, da hinten war auch eine Bar. Und ich bin hier mal total geschäftig reingekommen und wusste nicht. Also erstmal haben wir uns alle so begrüßt mit so einem Handschlag, mit so geschwollener Brust. Und total beschäftigt habe ich mich dann nach hinten hingestellt und wusste nicht mehr, was ich machen soll. Damals hieß das noch Top Ten. Und da hat Herr Schwensen ja den Laden gemacht. Weiter geblättert. In die Welt der Kampfschulen. Hier trainierten die harten Jungs, nachdem sie vorher Kung-Fu-Filme gesehen hatten. Es gab hier also auf Weltklasse-Niveau Schulen. Da gab es eben die Lemons, Takaskos und noch ein paar andere Schulen, die wirklich richtig, richtig, also da ist Hamburg so ein Spitzenreiter. Und das war dementsprechend populär, auch Kampfsport zu machen, auch in der Szene, wo ich aufgewachsen bin. Da hat man sich ja eben übers Körperliche behauptet. Ich wurde viel, viel besser in der Schule, weil ich mich auf einmal konzentrieren konnte. Vorher wollte ich mich nicht konzentrieren. Ich habe auch gelernt, mit Autoritäten umzugehen. Das konnte ich vorher nicht. Jemand, der nie kämpfen musste, wird auch nie dieses unbeschreiblich schöne Gefühl kennenlernen, dass er nichts zu verlieren hat. Wer auf dem Kiez zum Mann wird, dem verpasst das Leben eine harte Seite. Dass Michel Ruge aber auch romantisch ist, durfte er gerade in einem Venedig-Film des preisgekrönten Fotografen und Filmemachers Ralf Schmierberg anklingen lassen, als Hauptdarsteller. Tatsächlich ist diese Frauengeschichten bilden schon so eine quasi Kette an Ereignissen, die wichtig sind für mich im Leben, vielleicht sogar das Wichtigste. Ich habe immer die Liebe über das Geld gestellt. Und deswegen habe ich mich immer mehr um Frauen gekümmert, als ums Geld verdienen. Inspiriert von einer anderen Frau, seiner früheren Verlobten, nahm Michel Ruge unlängst den katholischen Glauben an. Über diesen Weg schreibt er gerade ein neues Buch. Vom Saulus zum Paulus hat sich Michel Ruge nur innerlich gewandelt. Mit der sündigen Meile und ihrer Szene fühlt er sich weiterhin verbunden. Begleitet vom Fotografen Michael Nehrmann brachte er die Mitglieder der Hamburger Gangs auf dem Kiez zusammen. Ja, ich habe ein Treffen veranstaltet dieses Jahr von allen alten Gangs aus den 80er Jahren, die verfeindet waren oder befreundet. Und jetzt haben sich alle getroffen und alte Feinde wurden zu neuen Freunden. Diesen Jungen aus St. Pauli wird er nie los. Er ist ein Teil von ihm. Das, was ihn jeden Tag lebendig hält.